So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde ganz gerne beginnen. Ich begrüße Sie alle herzlich zur 22. Sitzung des Ausschusses für Verfassungsschutz in der 19. Wahlperiode. Ich heiße auch alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter willkommen, sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und der Verwaltung. Vorab der Hinweis, dass unsere Sitzung per Livestream auf der Seite des Abgeordnetenhauses übertragen wird. Ich begrüße alle ganz herzlich, die uns auch heute auf diesem Wege zusehen. Der öffentliche Teil der Sitzung wird zudem aufgezeichnet und im Nachhinein über die Seite des Hauses abrufbar sein. Ich gehe davon aus, dass Sie alle mit diesem Vorgehen, insbesondere mit der Live-Übertragung und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Zudem, wie immer in diesem Ausschuss, meine Bitte an den Senat zu signalisieren, wenn das Erfordernis einer nicht öffentlichen Sitzung bzw. einer VS-Einstufung gesehen wird. Wir würden dann entsprechend beschließen und die Öffentlichkeit ausschließen bzw. am Ende der Sitzung in den Geheimschutzraum wechseln. Liebe Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung, Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 GOO. Aktuelle rechtsextreme Bedrohungslagen gegen Jugendeinrichtungen in Berlin auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wir kommen jetzt zur Begründung des Besprechungsbedarfs durch die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin, Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank. Genau, wir möchten heute das Thema von Bedrohungslagen gegen Jugendeinrichtungen auf die Agenda setzen, weil es in der Vergangenheit, gerade im letzten Jahr und auch in diesem bereits, immer wieder Angriffe gab auf Jugendfreizeiteinrichtungen. An Schulen haben wir das ja auch schon besprochen, also dass es ja, rechtsextreme Präsenz in solchen Bereichen gibt. Ich habe aktuell jetzt vor ein paar Tagen eine schriftliche Anfrage zum Thema auch zurückbekommen und würde mich jetzt freuen auf den Bericht vom Senat. Hier wurde vor allem die Jugend, die Senatsverwaltung für Jugend auch befragt, aber es ist ja schon auch ein Thema, was man quasi von der Seite Verfassungsschutz angehen kann, beziehungsweise wo ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Informationen auch zum Thema gibt, wie strukturiert das vielleicht auch ist, wie das zusammenhängt. Die Fälle sind nicht alle nur an einer Lokalität, sondern über das Stadtbild verteilt. Es gibt einen regionalen Schwerpunkt im Osten Berlins, aber nicht nur. Und deshalb sind wir vor allem gespannt darauf, was der Verfassungsschutz uns hier heute erzählen kann dazu. Vielen Dank, Frau Tomiak. Wir kommen jetzt zur Stellungnahme des Senats. Bitte, Herr Staatssekretär. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, gern werden wir versuchen, der Spannung gerecht zu werden, die Frau Abgeordnete gerade völlig zu Recht skizziert hat bei diesem Thema. Denn es ist ja so, dass Anfeindungen, dass Bedrohungen, dass auch Einschüchterungen und Übergriffe durchaus zum Aktionsrepertoire der gewaltorientierten Rechtsextremisten und Rechtsextremisten gehören. Sie vertreten ja eine Ideologie der Ungleichheit, auf deren Basis sie Menschen, auf deren Basis sie auch ganze Gruppen von Menschen herabwürdigen und sie als Feindbilder definieren. Und das betrifft alle, die nicht in ein rechtsextremistisches Weltbild passen, vor allem natürlich Geflüchtete, vor allem Migranten, Migranten, Musliminnen, Muslime, Jüdinnen und Juden, aber auch politische Gegner. Und zu diesen politischen Gegnern zählen aus deren Sicht grundsätzlich alle Demokratinnen und Demokraten, in erster Linie natürlich linke oder vermeintlich linke Personen, Gruppierungen und Einrichtungen. Diese Feindbildkonstruktionen, diese Feindbilddefinitionen auch, die bleiben nicht folgenlos. Jeder rechtsextremistischen Ideologie ist die Anwendung von Gewalt ja ein Stück weit immanent, da sie letztlich auf die Ausgrenzung und auch auf die Vernichtung der als Feinde definierten Menschen ausgerichtet ist. Von rechtsextremistischer Gewalt waren in der Vergangenheit ja auch immer wieder Jugendeinrichtungen deswegen betroffen. Ich will an dieser Stelle erinnern an die Vorstellung sogenannter national befreiter Zonen, die in den 1990er Jahren und insbesondere auch die Antifa-Aktivitäten autonomer Nationalisten in den 2010er Jahren,
Die autonomen Nationalisten, die in Berlin einen ihrer Aktionsschwerpunkte hatten, sie veröffentlichten auf ihrer Website Nationaler Widerstand Berlin regelmäßig die Namen von Personen und auch ganze Listen mit sogenannten linken Läden in Berlin. Ganz aktuell setzen insbesondere die Partei Der Dritte Weg und ihre Jugendorganisation, die sogenannte Nationalrevolutionäre Jugend, kurz NRJ, diese Anti-Antifa-Aktivitäten fort. Wir hatten ja im Rahmen der Januarsitzung dieses Ausschusses bereits umfassend über die Aktivitäten des Dritten Weges gesprochen. Und wir hatten in diesem Zusammenhang ja auch darauf hingewiesen, dass die Anhängerinnen und Anhänger des Dritten Weges und der NRJ seit dem letzten Jahr verstärkt die Auseinandersetzung mit politischen Gegnern suchen. Anhänger der Partei und auch ihrer Jugendorganisation hielten sich sowohl am 9. Juli 2023 in Marzahn-Hellersdorf als auch am 14. Oktober 2023 in Pankow jeweils in der Nähe von Demonstrationen auf, die sich gegen Rechtsextremismus richteten. Während und nach beiden Demonstrationen ist es ja zu Provokationen und auch zu Beleidigungen gekommen. Nach der Demonstration in Pankow am 14. Oktober 2023 sollen sich zudem etwa 20 Rechtsextremisten auf einem Supermarktparkplatz gesammelt und ehemalige Teilnehmende der Demonstration angegriffen haben. Es ist also Teil der Strategie des Dritten Weges und auch der NRJ, politische Gegner und Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, einzuschüchtern. Und diese Strategie ist darauf ausgerichtet, durch Präsenz und durch Drohgebärden eine Vormachtstellung im Kiez zu suggerieren. Zwar liegen uns aktuell keine Erkenntnisse darüber vor, dass Jugendeinrichtungen von der Partei und ihrer Jugendorganisation explizit als Ziele benannt werden. Da deren Aktivitäten aber offensichtlich nicht in das rechtsextremistische Weltbild des Dritten Weges und der NRJ passen und sie zudem die angestrebte Dominanz in den Kiezen stören, stellen sie durchaus potenzielle Ziele rechtsextremistischer Straftaten dar. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Anhängerinnen und Anhängern des Dritten Weges und der NRJ um gewaltorientierte und insbesondere auch im Kampfsport trainierte Rechtsextremisten handelt, durchaus eine besorgniserregende Entwicklung. Und nicht zuletzt aus diesem Grund stellt die Aufklärung von Aktivitäten des Dritten Weges und der NRJ unverändert auch einen Schwerpunkt in der Arbeit des Berliner Verfassungsschutzes dar. Ich will deswegen abschließend nochmal all jene, die von rechtsextremistischer Gewalt, die von Bedrohungen und Einschüchterungen betroffen sind, ganz ausdrücklich dazu auffordern, solche Vorfälle auch immer konsequent zur Anzeige zu bringen. Erst das ermöglicht uns hier nicht nur die Aufklärung und die strafrechtliche Verfolgung von solchen Vorfällen, sondern insbesondere natürlich auch die Vornahme entsprechender Schutzmaßnahmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kommen nun zur Aussprache. Herr Standfuß. Ja, also die Machenschaften des Dritten Weges gilt es natürlich aufs Schärfste zu verurteilen. Und es ist auch gut, dass der Verfassungsschutz da entsprechend ein Auge drauf hat. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich für mich noch mal die Frage, wir haben ja in den Jahren 23 und 24 durchaus einige Angriffe auf Jugendeinrichtungen gehabt. Wie viel davon eigentlich gesichert dem Dritten Weg zugeordnet werden können, beziehungsweise anderen rechtsextremistischen Kräften. Vielen Dank, Herr Standfuß. Frau Tomjak. Ja, vielen Dank. Wir haben ein paar aktuelle Nachfragen auch dazu. Würden Sie denn sagen, dass es eine erhöhte Bedrohungslage gegenüber Jugendeinrichtungen im Allgemeinen, aber auch den speziellen, die jetzt schon Ziel geworden sind, also es ist ja unter anderem das Jupp in Pankow, das La Casa in Marzahn-Hellersdorf, das Haus der Jugend Bunte Kuh in Pankow, das sind ja Orte, an denen es schon Angriffe gab, wo sich auch Sachen gemehrt haben, würden Sie sagen, es gibt eine erhöhte Bedrohungslage? Das vielleicht zur ersten Frage. Und die zweite Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, ist, dass es ja die Möglichkeit gibt, dass das LKA auch hilft und quasi anlassbezogen Gefährdungsbewertungen vornimmt und auch Sicherheitsgespräche mit Geschädigten inklusive sicherungstechnischer Beratung für die Gebäude und die Betroffenen auch macht. Allerdings hat unsere Anfrage zum Bereich
was da im Haushalt eingestellt ist, ergeben, dass es gar keine Mittel dafür gibt, da jetzt gesondert quasi für die Jugendeinrichtungen da Gelder zu beantragen. Das heißt, da auch nochmal die Frage, wie sollen die Jugendeinrichtungen hier vorgehen? Wir haben gehört, dass auch die Jugendeinrichtungen gerade vermehrt Personal einsetzen müssen, damit quasi auch zu jedem Zeitpunkt genügend Personal vor Ort ist, um gegebenenfalls in Situationen von Bedrohungslagen handeln zu können. Gibt es da irgendwelche Mittel, dass quasi auch die Jugendeinrichtungen mehr Personalkosten abfangen können? Wir haben jetzt, also gibt es da irgendwelche Kommunikation auch mit der Senatsverwaltung für Bildung und Jugend? Das wäre ja eigentlich auch, geht in so einen Bereich auch Prävention mit rein, aber es ist ja durchaus auch eine Sache, die man sich gesamtstrukturell angucken muss. Und da würde mich interessieren, ob da was getan wird und falls ja, was? Vielen Dank, Frau Tomiak. Ich nehme Herrn Mirsay, hatte sich noch gemeldet. Dann sind wir drei Fragesteller. Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Ausführungen. Dieses Thema ist ja auch insofern von Relevanz, als dass diese Jugendeinrichtungen ja auch Herzkammern sind der Demokratie, wo Jugendliche auch lernen, sozusagen den demokratischen Umgang miteinander, wo sie selbstbestimmt auch planen können, wo sie selbstbestimmt auch organisieren und auch an der Gestaltung auch mitwirken können. Ich glaube, gerade solche Zentren sind ja auch besonders dann auch ein Dorn im Auge dieser Rechtsextremen, die eben keine Jugend und keine Jugendlichen wollen, die da emanzipiert, selbstbestimmt und auch anhand demokratischer Werte dort ihre Freizeit verbringen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier auch ein Schlaglicht auf die Aktivitäten des Dritten Weges werfen. Was ich besonders interessant finde bei der Betrachtung auch der Orte, an denen hier der Dritte Weg oder auch die Jugendorganisation aktiv ist, das ist ja schon in weiten Teilen auch deckungsgleich mit scheinbar auch Gebieten in unserer Stadt, Kiezen in unserer Stadt, in denen auch die rechtsextreme AfD Zustimmung, hohe Zustimmungswerte auch bekommt im Vergleich zu anderen Orten. Und da muss man sich schon die Frage stellen, inwieweit hier auch versucht wird, sozusagen im Vorfeld der AfD sozusagen auf der Straße, in den Jugendclubs sozusagen die rechte Hegemonie hier mit anderen Instrumenten voranzutreiben und inwieweit es da nicht auch eine, ja, ob das nicht auch hier kommunizierende Säulen sind, die Zustimmungswerte der AfD und die Aktivitäten anderer rechtsextremer Gruppierungen, die ja sicherlich auch in einem Umfeld stattfinden, in dem man sich vielleicht auch da eine Hegemonie auch erwartet oder bestärkt. Insofern sehe ich den Dritten Weg und die AfD in Berlin auch nicht so sehr als Konkurrenzparteien, sondern vielmehr als Verbündete, die hier gemeinsam versuchen, Menschen einzuschüchtern und rechte Gewalt wieder salonfähig zu machen. Eine Frage schließt sich da an. Welche Kenntnisse haben wir denn hier in Berlin über die führenden Köpfe hinter der Jugendorganisation des Dritten Weges, beziehungsweise im Dritten Weg selber? Und inwieweit sind die Berliner Aktivisten des Dritten Weges auch in bundesweite Netzwerke des Dritten Wegs eingebunden? Insofern die Frage hier beantwortet werden kann, gerne auch später. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mirsay, für die umfangreichen Fragen. Hat jetzt der Senat die Möglichkeit zu antworten? Wir hatten erst drei. Bitte, Herr Staatssekretär. Herr Vorsitzender, sehr herzlichen Dank, liebe Damen und Herren Abgeordnete. Ich hatte eingangs schon ausgeführt, dass uns keine konkreten Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Jugendeinrichtungen von der Partei Der Dritte Weg oder von ihrer Jugendorganisation ganz konkret, ganz explizit als Ziele benannt werden, hatte aber auch ergänzend ausgeführt, dass diese Aktivitäten von Jugendeinrichtungen natürlich nicht ins Weltbild der Rechtsextremisten passen, ja, und auch die Dominanz in den Kiezen stören. Und insofern ist es völlig richtig, wenn hier ausgeführt worden ist, dass gerade die Träger der Jugendarbeit ein wichtiger Baustein sind in der gesamten Landschaft des Landes Berlin und natürlich auch aus dem Blick der Sicherheitsbehörden ein wichtiger Baustein sind, weil sie sehr wichtige Präventionsarbeit leisten.
Soweit hier allerdings Fragen betroffen sind, die in den Bereich des Bildungsressorts gehören, würde ich gar nicht hier von einer Beantwortung absehen, weil das nicht meine Zuständigkeit umfasst und uns sozusagen auf die Zuständigkeit der Verfassungsschutzbehörden konzentrieren und fokussieren mit Einverständnis des Herrn Vorsitzenden und hierzu zur Beantwortung der konkreten Fragen gerne an den Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz übergeben, sofern Einverständnis damit besteht. Aber selbstverständlich, Herr Staatssekretär. Herr Fischer, jetzt haben Sie das so. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich mache es wieder chronologisch. Herr Standfuß, ich tue mich leider ein bisschen schwer damit, jetzt hier öffentlich genau zu sagen, welche Angriffe dem Dritten Weg nun genau zuzurechnen sind, weil das eigentlich Aufgabe der Strafermittlungsbehörden sind. Insofern würde ich gerne dort auf den Innenausschuss verweisen, weil dort doch dann bei der Polizei beziehungsweise auch bei den Staatsanwaltschaften die entsprechenden Erkenntnisse vorliegen. Und ich auch nicht weiß, ob alle Ermittlungsverfahren in diesem Zusammenhang bereits abgeschlossen sind oder nicht. Es zieht sich schlicht jetzt hier meiner Kenntnis und insofern möchte ich diese Frage gerne verweisen. Der Staatssekretär Frau Tomiak hat es ja schon gesagt, dass diese Jugendclubs nicht ins Weltbild passen und in die Hegemonievorstellungen, von denen Herr Mirsay eben gesprochen hat. Und insofern würde ich zwar jetzt nicht sagen, konkret besteht eine Gefahr, aber abstrakt natürlich schon. Und das ist damit unterstreichen, was der Staatssekretär gesagt hat. Ob Mittel für Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen oder nicht, ist auch letztlich dann eine Frage, Sie haben ja auch das LKA angesprochen, dass dort am besten gewusst wird und bei uns eben leider nicht. Insofern kann ich da nur laienhafte Überlegungen anstellen, die ich an der Stelle Ihnen gerne ersparen würde. Und was die führenden Köpfe der NRJ oder des Dritten Weges angeht, kann man sicherlich sagen, dass die auch zum Vorsitz, ohne jetzt genau ins Detail gehen zu können, jetzt zum Vorsitz des Dritten Weges gute Verbindungen unterhalten. Und wir haben hier in Berlin einen sehr, sehr aktiven Landesverband, Stützpunkt, wie die sagen. Und insofern haben die auch schon eine sehr starke Bedeutung für die Gesamtpartei, würde ich sagen. Und wir haben einen Landesverband, der jedenfalls in den letzten Jahren, im Augenblick scheint es ein bisschen zu stagnieren, aber da würde ich auch vorsichtig mit einer Bewertung sein im Augenblick, aber in den letzten Jahren enorme Zuwachsraten, gerade unter Jugendlichen, erreicht haben. Und insofern unterstreicht das auch die Bedeutung des Berlin-Brandenburgischen Stützpunktes insgesamt. Und für uns ist der Dritte Weg immer noch eine der bedeutendsten, wenn nicht die bedeutendste, rechtsextremistische, neonazistische Gruppierung, die wir überhaupt in Berlin haben. Und deren Gewaltbereitschaft und Gewaltorientierung ist in keinem Fall zu unterschätzen. Und insofern verdienen die in An- und Abführung auch unsere erhöhte Aufmerksamkeit, die sie auch ungeteilt erhalten. Danke. Vielen Dank, Herr Fischer. Herr Schrader, Sie haben jetzt das Wort. Ja, ich glaube, das ist schon eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Nach welchen Kriterien oder wie diese bedrohten Einrichtungen ausgewählt werden. Ne? Also warum es ausgerechnet die trifft. Sie haben jetzt schon gesagt, da gibt es keine konkreten Nennungen oder Feindeslisten, wie wir sie aus anderen Zusammenhängen kennen. Die geografische Lage alleine ist vielleicht auch keine Erklärung. Vielleicht ist es tendenziell eher in Gebieten, wo man vielleicht eher sieht, dass da irgendwie eine Art Hegemonie von rechts realistisch oder in Aussicht sein könnte. Also in anderen Stadtteilen, wo das weiter entfernt ist, da wagen die sich natürlich nicht heran. Ja? Auch wenn es da wahrscheinlich genauso Jugendeinrichtungen gibt, die sich klar gegen rechts und gegen Hass und Hetze positionieren. Deswegen auch nochmal die Frage, es gab ja in der Vergangenheit schon auch immer mal aus dem politischen rechten Raum Angriffe gegen bestimmte Jugendeinrichtungen.
in Form von zum Beispiel schriftlichen Anfragen, in denen bestimmten namentlich genannten Einrichtungen dann irgendwie sowas wie eine linksextremistische Indoktrination oder sowas vorgeworfen wurde, einzig und allein, weil sie sich halt irgendwie für Vielfalt und gegen Rechts aussprechen. Gucken Sie sich das an, was da in der Vergangenheit bei betroffenen Einrichtungen passiert ist. Insbesondere, soweit ich das jedenfalls weiß, war das zum Beispiel auch bei den Einrichtungen Bunte Kuh und Jupp, die von sowas mehrfach auch betroffen waren. Ob es das vielleicht doch irgendwie so, naja, zumindest die Funktion des Stichwortgebens erfüllt, dass man das sozusagen markiert hat aus dem politisch rechten Raum als aus Sicht der Rechten unerwünschte oder falsch handelnde Einrichtung. So. Also mal die Frage, ob Sie jetzt Verfassungsschutz sich das dann auch so auf den Zettel nehmen und vielleicht angucken, was da in der Vergangenheit schon so an politischen Angriffen passiert ist, bevor jetzt dann auch physische Angriffe erfolgt sind. Vielen Dank, Herr Schrader. Dann habe ich noch eine Wortmeldung von Frau Tomjak. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Punkte. Einmal die Frage auch nach der Zusammenarbeit mit den anderen Senatsverwaltung, da geht es ja nicht nur darum, was jetzt die Senatsinnenverwaltung tut, sondern es geht ja auch ganz konkret darum, gibt es irgendeine Form von Zusammenarbeit, dass zum Beispiel auch der Verfassungsschutz als Frühwarnsystem funktioniert, und wenn es da Dinge gibt, wo Sie beobachten, vielleicht macht es auch Sinn, da mal an die Senatsverwaltung für Jugend heranzutreten und quasi den Hinweis zu geben, sodass die in Kontakt treten können. Mit den Jugendeinrichtungen wäre das ja, also da frage ich mich jetzt, passiert das? Gibt es irgendeine Form der Zusammenarbeit? Vielleicht könnten Sie das nochmal ganz dezidiert sagen. Und dann zu der Frage, die von der CDU aufgeworfen wurde, wie viele Fälle gab es denn, lassen die sich zuordnen? Ich habe eine schriftliche Anfrage gestellt, die ist noch nicht öffentlich, aber die habe ich vor dem Wochenende am Freitag zurückbekommen und habe nachgefragt. Seit 2023, also wirklich nur dieser Zeitraum seit dem letzten Jahr und nur im Kontext Jugendclubs, Jugendeinrichtungen, Schulen und Hochschulen, also wirklich nur ganz dezidiert dieser Bereich. Und da sind allein 19 Taten oder Fälle, die zugeordnet werden können zum dritten Weg und zu der Jugendorganisation. Also die Liste ist sehr viel länger, da sind noch viel mehr Dinge auch mit drin. Aber allein seit dem letzten Jahr sind das 19 Fälle, die hier aufgezählt werden. In ein paar Tagen, spätestens Freitag, ist es auch öffentlich und online dann über PADOC einzusehen. Können Sie sich gerne dann auch angucken. Aber das, finde ich, ist schon eine ziemlich eine hohe Anzahl, die einem zu denken geben sollte. Und deshalb, genau, und die Liste, wie gesagt, ist noch sehr viel länger. Und deshalb auch jetzt dieser Druck hier, dieses Thema zu behandeln, weil natürlich irgendwie Jugendeinrichtungen, da sind eben auch Minderjährige, die da verkehren, die besonders schützenswert sind. Dementsprechend sehen wir hier schon eine hohe Brisanz beim Thema. Danke, Frau Tomjak. Herr Mitzer hat sich noch gemeldet. Genau, anschließend nochmal an die Ausführungen von Herrn Schrader. Diese skizzierte Markierungspraxis, die gibt es in jedem Fall. Die kennen wir auch von der AfD, nicht nur aus unserem BVV, sondern auch aus vielen Kommunen. Da werden Projekte, Kultureinrichtungen, TrägerInnen und andere genau in diesem Sinne markiert, als Problem gebrandmarkt. Und insofern kann man schon sagen, dass die AfD da das Feld bestellt für die rechte Gewalt, die dann von Gruppierungen wie dem Dritten Weg folgt. Und ich glaube, da ist es auch die Aufgabe aller demokratischen Parteien, hier auch klares Stoppzeichen zu setzen und sich eben nicht auf dieses Spiel einzulassen, hier einzelne Projekte in dieser Form zu markieren. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon zum Beispiel erlebt mit der unsäglichen Hasskampagne gegen das Berliner Register, die auch ganz, ganz stark von der AfD und ihren Vorfeldorganisationen und Verbündeten befeuert wurde, die zu einer sehr, sehr unangenehmen Situation geführt hat, nicht nur bei der Geschäftsstelle des Berliner Registers, sondern auch bei den ganzen zivilgesellschaftlichen Trägerinnen, die das Berliner Register ja mittragen. Und in diesem Zusammenhang kann ich Sie nur bestärken, Herr Staatssekretär Hochgräbe. Wir müssen daran arbeiten, dass solche Fälle, ob sie online oder offline geschehen, immer auch zur Anzeige gebracht werden. Es gibt da ein sehr großes Dunkelfeld.
was zum Glück auch durch Zahlen wie die des Registers auch aufgehellt wird. Aber unser Ziel muss es natürlich sein, dass der Gap zwischen den offiziellen Zahlen und den Zahlen, die vom Berliner Register oder anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen kommen, dass der natürlich möglichst klein bleibt, damit wir hier auch alle Formen von Gewalt auch auf dem Schirm haben. Vielen Dank. Danke, Herr Merzay. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen jetzt aus dem Meer. Herr Staatssekretär, Herr Fischer, dann haben Sie die Möglichkeit zu antworten. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zum Thema Markierungspraxis. Ich habe nicht den Eindruck, dass der dritte Weg tatsächlich darauf wartet, dass irgendjemand anders Örtlichkeiten, Einrichtungen, Jugendeinrichtungen insbesondere markiert, um dann loszuschlagen, sondern die Position, die die haben, ist, glaube ich, doch mehr bestimmt auch von regional bezogener Ortskenntnis sozusagen. Also die kennen sich da schon vor Ort und die wissen auch, welche Einrichtungen ihnen gewissermaßen ideologisch sehr fern sind und beziehen die dann natürlich auch auf den politischen Gegner. Und den gilt es dann zu bekämpfen. Ich glaube, das machen die Kraft eigenen Wissens und eigener ideologischer Überzeugung. Das machen die nicht aufgrund von vorher erfolgten schriftlichen Anfragen oder so. Ich weiß gar nicht, ob die da gelesen werden, ehrlich gesagt. Aber insofern glaube ich, dass es eben hier Schwerpunkte gibt. Und Herr Schrader, Sie hatten es, glaube ich, gesagt, dass es eben Orte in Berlin gibt, in denen traditionell eben rechtes Gedankengut stärker vorkommt als an anderen Orten in Berlin. Und dort ist es natürlich auch für rechtsextremistische Gruppierungen immer eine Chance, auch durch Propaganda der Tat, also durch gewaltsame Aktionen gegen Menschen, gegen Sachen, dann entsprechende eigene Markierung, Platzhirschgehabe sozusagen, dann eben auch durchzuführen, um eben auch den Anspruch auf eine Hegemonie von rechts durchzusetzen und eben auch zu sagen, hier gilt rechtes Gedankengut und kein bürgerliches oder linkes oder anderes. Und das ist deren Ziel. Und ich glaube, dass es dazu nicht des Studiums von schriftlichen Anfragen, so wertvoll die sein mögen im Einzelfall, dann eben bedarf oder auch nicht. Was die Zusammenarbeit mit anderen Senatsverwaltungen angeht oder auch den Bezirken, so machen wir das im Einzelfall, wenn wir Erkenntnisse haben, dass was vorliegt. Dann geben wir das nämlich natürlich auch dorthin in den Gesprächen, die wir mit den Bezirken zum Beispiel führen, wenn sie stattfinden, oder eben auch im Zusammenhang mit den Gesprächen, die wir eben auch mit anderen Senatsverwaltungen führen. Aber in erster Linie ist mal die Polizei dann Ansprechpartner, das will ich auch deutlich sagen. Die kann nämlich etwaige Gefährdungen dann eben auch effizient brechen. Insofern ist das da unser Vorgehen an der Stelle. Danke. Danke, Herr Fischer. Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, schließen wir den Punkt 1 der Tagesordnung ab und kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung. Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 GO Abgeordnetenhaus. Die Aktivitäten der rechtsextremen Grauen Wölfe in Berlin auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD. Wir kommen zum Besprechungsbedarf. Herr Lehmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich stelle mal vorweg, dass ich nicht aus aktuellem Anlass diese Frage oder dass die Koalition aus aktuellem Anlass nicht diese Besprechungsfrage eingereicht hat, sondern aus einem tieferen Interesse. Im letzten Jahr gab es eine Aufregung um einen Fußballspieler und da titelten einige Zeitungen zum Beispiel unterschätzte Gefahr von rechts, wenn von den Grauen Wölfen die Rede war. Nun haben wir dieses Jahr eine Fußball-Europameisterschaft, an der auch die Türkei wieder teilnimmt. Und die Frage bezieht sich eben darauf, ob es Erkenntnisse zu den Aktivitäten der Grauen Wölfe, der nationalistischen, antisemitischen, rechtsextremen Gruppierung hier in Deutschland, im Besonderen im Zusammenhang mit den Sportereignissen im Laufe des Jahres, gibt.
Und was sonst noch über Rekrutierung und Entwicklung von dieser Gruppe zu sagen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lehmann. Herr Staatssekretär. Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, insgesamt ist es ja so, dass Bedrohungen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Berlin von ganz verschiedenen rechtsextremistischen Bestrebungen ausgehen. Und ich hatte das ja eben schon, als wir zum Tagesordnungspunkt 1 drüber gesprochen haben, angerissen. Was diese Gruppierungen eint, das ist ihre Ablehnung, das ist ihre Ablehnung unseres demokratischen Systems und das ist der Hass auf Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, ja, und die von ihnen zu Feinden erklärt werden. Das trifft nicht nur auf den originär deutschen Rechtsextremismus in all seinen Facetten zu, sondern auch auf rechtsextremistische Bestrebungen, die ihre Wurzeln im Ausland haben und den dort verbreiteten Ideologien haben. Für Berlin gilt das insbesondere für den türkischen Rechtsextremismus, wie er von der Ölkücü-Bewegung vertreten wird. Deren Anhänger werden auch als graue Wölfe bezeichnet, da der graue Wolf und der sogenannte Wolfsgruß die bekanntesten Symbole dieser Bewegung darstellen. Das Personenpotenzial der Anhängerinnen und Anhänger der Ölkücü-Bewegung beläuft sich in Berlin aktuell so etwa auf 450 Personen. Und damit stellen sie nach der PKK die zweitgrößte Gruppe im Spektrum des auslandsbezogenen Extremismus in Berlin dar. Ideologisch bildet ein übersteigerter Nationalismus, der von einer Überlegenheit der Turkvölker ausgeht, verbunden mit rassistischen, verbunden mit antisemitischen Narrativen, die Grundlage der Ölkücü-Bewegung. Ihre Anhängerinnen, ihre Anhänger idealisieren ein großtürkisches Reich, das quasi vom Mittelmeer bis nach China reichen soll. Und die vermeintliche Überlegenheit der Turkvölker geht auch einher mit einer Abwertung vermeintlicher Gegner, zu denen neben Armenien auch Griechenland, insbesondere Kurdinnen und Kurden, aber auch Jüdinnen und Juden zählen. Die Feindschaft gegenüber Kurdinnen und Kurden ist zum einen rassistisch begründet, zum anderen sehen Ölkücü-Anhängerinnen und Anhänger in den kurdischen Autonomiebestrebungen, in den kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen Aktivitäten, die die Türkei und auch Ideen von diesem großtürkischen Reich schwächen. Jüdinnen und Juden, aber auch der Staat Israel selbst stehen aufgrund des manifesten Antisemitismus in der Ölkücü-Ideologie im Fokus türkischer Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten. Und dieser Antisemitismus ist rassistisch begründet und enthält zudem zahlreiche Bezüge zu antisemitischen Verschwörungserzählungen, etwa denen einer global agierenden jüdischen Weltverschwörung. Auch israelbezogener Antisemitismus, wie er beispielsweise in Forderungen nach einer Auslöschung des Staates Israel zum Ausdruck kommt, ist unter Ölkücü-Anhängerinnen und Anhängern weit verbreitet. In Berlin sind die Anhängerinnen und Anhänger der Ölkücü-Bewegung sowohl in Vereinen organisiert als auch unabhängig davon aktiv. Zwei Berliner Vereine, jeweils ein Verein in Reinickendorf und einer in Spandau, sind aktuell dem bundesweiten Dachverband Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland, kurz ADÜ-TDF, zuzurechnen. Die ADÜ-TDF ist der größte Dachverband der Ölkücü-Bewegung in Deutschland. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz gehören der ADÜ-TDF bundesweit etwa 200 Ortsvereine mit ca. 7.000 Mitgliedern an. Darüber hinaus existiert im Wedding ein Verein, der dem Dachverband Föderation der Weltordnung in Europa, kurz ANF, angehört. Der ANF ist der kleinste der Ölkücü-Dachverbände, in dem laut Bundesamt für Verfassungsschutz bundesweit etwa 15 Ortsvereine mit ca. 1.000 Mitgliedern organisiert sind. Sowohl diese Dachverbände als auch die organisierten Berliner Ölkücü-Vereine bemühen sich in ihrer Außendarstellung um ein gemäßigtes Verhalten. Trotzdem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Bindung von Personen an die Ölkücü-Bewegung und bei der Verbreitung und Festigung der Ölkücü-Ideologie unter ihren Mitgliedern. Deutlich offensiver
und zumindest in Teilen auch aggressiver zeigt sich die nicht in Vereinen organisierte Ölküche-Szene in Berlin. Zum zentralen Aktionsfeld der Szene haben sich in den vergangenen Jahren vor allem die sozialen Medien entwickelt. Dort werden politische Gegner, Kritiker der türkischen Regierung, Medienschaffende, Anhängende kurdischer Gruppen geoutet und ganz negativ thematisiert. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres sind allerdings vor allem Jüdinnen und Juden sowie auch der Staat Israel selbst in den Fokus der Online-Aktivitäten von Ölküche-Anhängerinnen und Anhängern geraten. Wir hatten das ja in der vorvergangenen Sitzung dieses Ausschusses auch entsprechende Beispiele präsentiert, etwa über bestimmte Lieder türkischer Interpreten, in denen die Vernichtung Israels propagiert wurde. Aber auch außerhalb von sozialen Medien sind Ölküche-Anhänger aktiv. Sie beteiligen sich an israelfeindlichen Demonstrationen. Sie traten in der Vergangenheit auch am Rande pro-kurdischer Demonstrationen auf, um deren Teilnehmende zu provozieren. Und wie allen rechtsextremistischen Ideologien ist auch der Ölküche-Ideologie die Anwendung von Gewalt immanent. Die Abwertung von Menschen oder auch ganzen Gruppen von Menschen, wie sie in der Ölküche-Ideologie angelegt ist, führt in letzter Konsequenz auch zur Rechtfertigung von Gewalt gegen all jene, die im Sinne dieser Ideologie als fremd, als anders, als minderwertig diffamiert werden. Der Berliner Verfassungsschutz wird daher seine Aktivitäten zur Aufklärung der Szene natürlich in enger Abstimmung mit den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder unvermindert fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Ausführungen. Ich habe jetzt auch eine Wortmeldung von Herrn Kocak. In der Großzügigkeit dieses Ausschusses. Mit Ihrer Erlaubnis wollte ich gerade fragen, ob ich auch ein paar Fragen stellen darf. Ich habe ja selber, wie Sie wissen, kurdisch-alevitische Wurzeln und bin sozusagen auch Feind der Grauen Wölfe. Und in Berlin hatten wir beispielsweise am 5. Januar 1980 den Mord an Celalettin Kesim, einen türkischen Gewerkschafter, ausgeübt von den Grauen Wölfen. Die Anwältin und muslimische Feministin Seydan Ateş wurde 84 Opfer eines Anschlags der Grauen Wölfe. 2016 wurde das HDP-Büro, also die türkisch-kurdische Linkspartei HDP-Büro, angegriffen und Infostände ebenso. In dem Zusammenhang ergeben sich mir natürlich einige Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie die gleich beantworten können, aber gibt es Erkenntnisse, dass aufgrund der Angriffe von türkischen Nationalistinnen auf Kurden in Belgien, dass auch hier in Berlin solche Vorkommnisse geben könnte, irgendwelche Organisationen im Hintergrund? Welche Gefahrensituation besteht aktuell für Menschen kurdischer Migrationsgeschichte in Berlin? In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ob es eine Gefahrensituation gibt für die alevitische Community, die ja in Kreuzberg ansässig ist, und eine ganz große Gemeinde, auch eine demokratische Gemeinde, auch in Berlin darstellt. Gibt es in den vergangenen Jahren Angriffe oder eine erhöhte Gefahrensituation für Menschen mit armenischer Migrationsgeschichte? Da gab es mal einen Angriff auf eine Demo, hatte ich mitbekommen. Haben Sie da weitere Erkenntnisse? Wir haben ja erst kürzlich wieder ganz deutlich gesehen, dass Erdogan eine Nähe zur islamistisch-terroristischen Hamas pflegt. Wie gefährlich schätzen Sie die Grauen Wölfe im Zusammenhang mit Antisemitismus, aber im Hinblick natürlich Angriffe auf Synagogen oder auf Jüdinnen ein? In welchen Vereinen Sie sich organisieren, hatten Sie gesagt. Mich würde noch mal ganz konkret interessieren, werden diese Vereine, in denen Sie sich organisieren, bekommen Sie Zuwendungen vom Land Berlin oder von Bezirken? Welche Kenntnisse bestehen zur Verbindung zwischen Gruppierungen oder auch Einzelpersonen der Grauen Wölfe zum türkischen Geheimdienst MIT? Und sind Sie hier auch in dem Zusammenhang aktiv im Austausch? Gibt es eine Einschätzung, ob der aktuelle Angriffskrieg der Türkei auf den mit Israel verbündeten autonomen Region Kurdistan im Nordirak, das ist ja ganz aktuell, auch in Berlin zu Gewalt führen kann? Wie schätzen Sie ein Verbotsverfahren der Grauen Wölfe ein? Und
Genau, wie schätzen Sie die Situation der Sicherheitsbehörden ein? Es gab ja auch in der Vergangenheit Beschwerden darüber, dass Anhängerinnen der Grauen Wölfe vor allem im Polizeidienst dann auch auf kurdischen Demos eingesetzt wurden und da sich nicht so sinnvoll im Sinne der Deeskalation eingesetzt haben. Und letzte Frage, gibt es Verbindungen in Berlin? Ich weiß, dass es in Westdeutschland einige Verbindungen gibt, aber gibt es Verbindungen in Berlin zu anderen rechtsextremen Gruppierungen, insbesondere deutschen rechtsextremen Gruppierungen? Waren jetzt sehr viele Fragen. Ich kann Ihnen die auch noch mal zukommen lassen, wenn Sie nicht alle beantworten können. Vielen Dank, Herr Kotschak. Herr Mitzey. Ja, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in Berlin kein Platz ist für Rechtsextremismus, egal welcher Couleur. Und insofern ist es natürlich auch aufgrund der besonderen historischen Beziehungen und gesellschaftlichen Verflechtungen von Deutschland und der Türkei natürlich wichtig, gerade in einer Stadt wie Berlin, die sich auch auszeichnet durch viele Communities, die auch Verbindungen in die Türkei haben, dass wir hier auch natürlich die Aktivitäten von Nationalistinnen und Faschistinnen wie den Grauen Wölfen auch in den Blick nehmen. Was mich einerseits interessieren würde, wäre nochmal aus Sicht des Verfassungsschutzes, fühlt sich der Verfassungsschutz da aktuell auch gut aufgestellt, was auch die nötigen zum Beispiel kulturellen, sprachlichen Kompetenzen angeht und vor allem auch die Möglichkeit sozusagen auch Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Communities, die Sie da ja auch von Herrn Kotschak bereits angesprochen wurden, auch zu ziehen. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage bezieht sich ein bisschen auf das Agieren der Grauen Wölfe hier in Berlin. Das ist natürlich von der Darstellung, sage ich mal, eine ganz andere Art des Agierens, als wir es von den Rechtsextremistinnen mit deutschen Wurzeln, sage ich mal, hier kennen. Und da wäre schon meine Frage, wie ist da das Selbstverständnis von diesen Menschen? Also sehen die sich sozusagen als stille Brigade eines türkischen Nationalismus hier in Berlin? Warten die da irgendwie auf ein Signal, dann irgendwann aktiver zu werden? Wird vielleicht aktiv schon beworben und sich dargestellt? Und wir sehen das einfach als Mehrheitsgesellschaft nicht, weil wir vielleicht einfach in den falschen Zusammenhängen. Also das würde mich schon mal als jemand interessieren, der halt nicht, der natürlich die Codes und die Debatten kennt, wenn dann mal wieder was hochgespült wird, sage ich mal, in die Medien, aber so zum Agieren, genau, ist das eher so eine, in Anführungsstrichen, Schläferstrategie, dass man sich da geschickt im Hintergrund hält oder wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht nochmal dazu, vielleicht nochmal ein paar Ausführungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mitzey. Frau Adli. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe auch einige Fragen. Vielen Dank erstmal für Ihren Vortrag, zu den Informationen, die Sie gegeben haben, zu den Ülkücüs und zu den Grauen Wölfen. Sie agieren ja mit Ihren Symbolen sehr offen. Sowohl an Ihren Autos als auch an Ketten sind Sie ja erkennbar und stehen dazu. Dass es 400 sind, finde ich erschreckend hoch, die Zahl für Berlin. Insgesamt agieren Sie ja auch deutschlandweit in großen Metropolen. Wissen Sie oder haben Sie das schon vielleicht gesagt, ich habe es nicht gehört, wo die größte Gruppe aktiv ist in Deutschland? Und gibt es, hätte ich auch gefragt, zum Verbot dieser Organisation schon Verfahrensschritte oder hält der Verfassungsschutz sich eher da zurück? Und eine weitere Frage wäre, wie agieren Sie in den digitalen Medien? Gibt es da schon einen Blick vom Verfassungsschutz, dass man Sie auch da beobachtet? Oftmals treten Sie mit Codenamen und geben sich als eigentlich jene aus, die Sie ausspionieren, als ein Teil aus der Organisation. Und dann spähen Sie Menschen direkt aus. Und wollte ich gerne wissen, ob Sie dazu vielleicht ein paar Erkenntnisse hätten.
Und in Bezug auf Gewalttaten, wie viele gibt es in Berlin, wo Sie offenkundig auf Ihre Organisation zurückgehen, dass Gewalt ausgeübt wurde gegen Menschen, insbesondere in der Türkei, aus türkeistämmigen Gruppen gegenüber? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Adli. Ich würde den Senat jetzt die Zeit geben, zu antworten. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ein großer Strauß an Fragen, von denen viele nach meiner Auffassung erstens in den Innenausschuss eigentlich gehören und vor allen Dingen aber so umfassend auch gar nicht beantwortet werden können, weil die konkrete Bewertung einer Gefahr dem LKA obliegt. Ja. Das machen wir auch immer dann, wenn konkrete Gefährdungssituationen auftreten, dass wir dann mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, die das Landeskriminalamt zur Verfügung hat, entsprechende Gespräche führen und auch die konkreten Gefährdungssituationen entsprechend einschätzen lassen und die daraus resultierenden Maßnahmen treffen. Das ist aber keine Tätigkeit, die den Arbeitsbereich des Landesamtes für Verfassungsschutzes umfasst. Insofern würde ich mit Erlaubnis des Vorsitzenden zu der Beantwortung der konkreten Fragen, soweit sie sich auf den Verfassungsschutz beziehen, erneut bitten, das Wort Herrn Fischer erteilen zu dürfen. Selbstverständlich, Herr Fischer, Sie haben jetzt das Wort. Danke, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Also alles, was nicht grundsätzlich dem Weltbild und der ideologischen Ausrichtung der Grauen Wölfe entspricht, wird zum Feind erklärt. Und das bedeutet, dass die von Ihnen genannten Gruppen abstrakt natürlich einer Gefährdung unterliegen, aber einer abstrakten Gefährdung. Ob das jetzt hier in Berlin und wie das in Berlin konkret werden kann, das ist in der Tat eine Frage, die müsste man mit der Polizei genau besprechen. Der darf ich hier nicht vorgreifen, leider. Was die Zusammenarbeit der Grauen Wölfe mit dem MIT angeht, ist es eine Frage, die ich in öffentlicher Sitzung so nicht breit erörtern kann. Ich kann allerdings dazu sagen, dass wir ja nicht ohne Grund unsere Arbeitseinheit, die für auslandsbezogenen Extremismus und damit eben auch für die Ökücü-Bewegung zuständig ist, und unsere Spionageabwehr nunmehr in einem Referat zusammengeführt haben. Vielleicht kann das als Aussage insoweit mal reichen. Verbindungen zu deutschem Rechtsextremismus, jedenfalls hier in Berlin, sind mir jetzt zurzeit keine bekannt. Das liegt auch daran, dass eben die Hauptakteure, nehmen wir den dritten Weg, so sehr neonazistisch geprägt sind, dass sie einfach über eine Zusammenarbeit, glaube ich, mit türkischstämmigen Menschen gar nicht so gerne nachdenken möchten. Was ein Verbot angeht, bin ich der falsche Ansprechpartner. Der Verfassungsschutz verbietet ja nicht, das wären dann die Innenbehörden und da, die Verbände generell überregional tätig sind, wäre das Bundesministerium des Innern dafür zuständig. Insofern kann ich dazu keine verlässliche Aussage treffen. Müssten Sie sich an Frau Faeser wenden. Herr Mirsay hatte gefragt, ob wir gut aufgestellt sind, auch was das kulturelle Element angeht. Ich denke, ja, wir beschäftigen gerade in diesem Bereich auch sehr viele muttersprachliche Dienstkräfte, die also in der Lage sind, auch, glaube ich, feine Nuancen im Türkischen auch zu erkennen und dann eben auch entsprechende Analysen zu fertigen. Gleichwohl sind wir natürlich immer daran interessiert, noch mehr Kräfte auch dafür zu gewinnen, vielleicht noch mal so einen kleinen Werbeblock eingeschoben. Das Selbstverständnis dieser Leute ist ganz klar. Sie folgen dem einzig Wahren und möchten auch dies umgesetzt sehen in der Community, in der sie sich bewegen, zum Ersten. Und deswegen glaube ich schon, dass sie in türkischsprachige Communities sehr stark auch hineinwirken. Nach außen aber sich eben, der Staatssekretär hat es vorgetragen,
als sehr gemäßigt darstellen. Und insofern, glaube ich, liegt hier auch die besondere Gefährlichkeit, auch weil wir davon ausgehen müssen, dass Einzelne, insbesondere diejenigen, die wir jetzt keinem Dachverband zuordnen können oder sonstigen Verbänden zuordnen können, unter bestimmten Umständen zumindest zu spontaner Gewalt in der Lage sein sollten. Also insofern ist dieses Phänomen der Idealistenverbände für uns auch eines, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern auch mit Besorgnis uns ansehen. Das gilt insbesondere für die digitalen Medien, danach hatten Sie gefragt. Und das ist momentan ein Hauptschwerpunkt, weil dort auch sehr viel Material gewissermaßen leicht zugänglich für uns sichtbar wird, was eben dann auch zu einer Bewertung führen kann, wie wir insgesamt damit umgehen mit dem Phänomen. Wo jetzt die größte Gruppierung liegt in Deutschland, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Also wir wissen, dass es starke Zahlen auch in Hessen zum Beispiel gibt, aber auch in anderen Bundesländern. Insofern, wo wir da jetzt im Schnitt stehen, das habe ich leider jetzt nicht parat, kann ich Ihnen sicherlich ein andermal nachliefern. Was Gewalttaten angeht, das ist eine Frage der Polizeistatistik und insofern würde ich dorthin gerne verweisen. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Herr Mürzer hatte sich noch mal gemeldet. Ja, das war nun kurze Ergänzung auch zu den Ausführungen von Frau Adli, dass es schon so ist, dass ich auch von vielen Vereinen und Organisationen auch im Wedding, aber auch unter Kolleginnen auch gespiegelt bekomme, dass da in den Communities mit Bezug zur Türkei schon eine sehr starke Sichtbarkeit und Dominanz auch empfunden wird von den Grauen Wölfen, auch innerhalb von Sportvereinen, von Strukturen, die nicht ausschließlich, sage ich mal, türkisch geframed sind. Danke, Herr Pforzheim. Frau Adli, Sie hatten sich dann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine ergänzende Frage habe ich noch. Wie sind die Erkenntnisse in Bezug auf die Verbindungen der Grauen Wölfe zu der Rockerszene? Da sind Sie ja sehr eng verbandet und haben da feste Strukturen. Haben Sie da mehr Erkenntnisse? Ich glaube, heute dazu haben Sie nicht viel sagen können. Vielleicht, weil Sie, ja, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Und zu dem Ausspähen seitens der Grauen Wölfe in Communities kann ich ja hier informieren, halt, dass Sie sich zum Beispiel alevitische Symbole auf Ihre Accounts setzen und dann eben sich als jene ausgeben und dann Fragen stellen oder eben sich da Informationen herausholen, um entsprechend weiter zu agieren auf ihre Weise. Vorab vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Koltschak hat sich noch mal gemeldet. Letzte Frage geht auch ganz schnell. Verbindungen der Grauen Wölfe zu Hamas hier in Berlin. Würde mich auch noch interessieren, ob es da Erkenntnisse gibt. Herr Staatssekretär, Sie haben jetzt das. Herr Fischer. Also ich fange mal mit der Rocker-Szene an. Also ich glaube, was die organisierten Anhängerinnen und Anhänger der Idealistenbewegung angeht, ist es so, dass wir das eher selten sehen, dass die im organisierten Anhängerinnen und Anhänger. Das heißt, diejenigen, die in Vereinen sind, haben wir eher seltener. Was wir haben, ist, dass wir in der unstrukturierten Gruppierung, also diejenigen, die nicht unmittelbar einem Verein zuzuordnen sind, dort schon eher Beziehungen haben zu Rockern. Es gibt auch Rockerclubs, die die Ideologie komplett teilen, die also aufgreifen. Es gibt auch Clubs, ob die überhaupt Motorrad fahren, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall Kutten an und nehmen dann ein Rocker-ähnliches Aussehen an, um dann auch ihre Ideologie
auch noch ja, zu teilen und eben in den Kontext eines Rocker-ähnlichen Zusammenhangs zu stellen. Eher nicht so sehr in Berlin, sondern eher in Westdeutschland, aber durchaus vorhanden. Das war dazu. Sie hatten aber noch eine Frage gestellt, die habe ich aber jetzt leider vergessen. Oder war da, habe ich Ihre Frage? Dann habe ich alles beantwortet. Das war die Frage, sonst genau. War es einfach nur ein ergänzender Hinweis meinerseits, wie Sie sich tarnen genau. Und dann eben die Gruppen genau. Ausspähen. Ja, nee, dann war das Herr Kurczak, genau, der fragte nach der Hamas. Wir haben bis jetzt keine Informationen, die auf eine belastbare Zusammenarbeitsstruktur hindeuten. Kann sein, dass sich das noch ändert. Aber Sie wissen selbst, dass das Verhältnis zwischen türkischstämmigen Menschen und arabischstämmigen Menschen nicht immer völlig konfliktfrei ist. Ich will es mal so sagen. Und insofern bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Vielen Dank, Herr Fischer. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, und ich sehe auch keine, würden wir diesen Tagesordnungspunkt dann schließen und kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung, besondere Vorkommnisse. Fragen an den Senat. Die Fraktion der CDU hat vorab folgende Frage eingereicht. Was ist zu den Vorbereitungen der linksextremen Szene zum 1. Mai bekannt? Zur Beantwortung hat der Senat jetzt das Wort. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ja, der 1. Mai, noch 9 Tage, dann ist es wieder soweit. Und auch in diesem Jahr ist und bleibt der 1. Mai natürlich ein zentraler Veranstaltungstermin im Kalender der linksextremistischen Szene. Und folgerichtig gibt es natürlich auch mehrere Veranstaltungen vor dem 1. Mai, am 1. Mai mit Bezügen zur linksextremistischen Szene. Die wichtigste davon ist, wie in den Vorjahren auch, der Aufzug zur revolutionären 1. Mai-Demo, der sogenannten 18 Uhr-Demo. Die Demonstration soll unter der Losung Konzerne enteignen, Kriegstreiber entwaffnen, Kapitalismus zerschlagen, stattfinden und vor allen Dingen durch Kreuzberg ziehen und durch Neukölln führen. Im Aufruf zur Demonstration heißt es unter anderem, ich zitiere, ob Deutschland, NATO oder Russland, sie verfolgen nur ihre imperialen Großmachtinteressen, sabotieren wir ihre imperialistischen Kriege, unsere Klasse hat in ihnen nichts zu gewinnen, bekämpfen wir ihren ausbeuterischen Frieden. Zitat Ende. Thematisch knüpfen also die Losungen und der Aufruf zur Demo vor allem an antikapitalistische, an antimilitaristische Ideen der Szene an. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass auch der Nahostkonflikt eine Rolle auf dieser Demonstration spielen wird. Bereits während der 1. Mai-Demonstration im letzten Jahr waren aus einem pro-palästinensischen und pro-kurdischen Block heraus israelfeindliche Sprüche wie From the River to the Sea skandiert worden. In diesem Jahr ist auf dem Mobilisierungsplakat zur Demonstration unter anderem mit Young Struggle eine Gruppe aufgeführt, die sich in den letzten Monaten klar anti-israelisch positioniert hat und auch auf entsprechenden Veranstaltungen präsent war. Darüber hinaus dürfte natürlich auch die Strecke des Aufzuges durchaus durch das migrantisch geprägte Neukölln nicht ganz zufällig gewählt worden sein, sondern vielmehr in der Hoffnung, durch den Nahostkonflikt anpolisierte Jugendliche in die Demonstration entsprechend einzubeziehen. Es bleibt also abzuwarten, ob und wie sich das auf das Eskalationspotenzial der 18 Uhr Demo auswirken wird. Der Berliner Verfassungsschutz steht hierzu natürlich in einem sehr engen Informationsaustausch mit der Polizei Berlin. Das gilt auch für andere Veranstaltungen rund um den 1. Mai, die Bezüge zur linksextremistischen Szene aufweist. Dazu zählen am Vorabend des 1. Mai eine Demonstration im Wedding und auch die sogenannte Take Back the Night Demo am Boxhagener Platz in Friedrichshain. Hier herrschte bereits in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren auch eine in Teilen aggressive Grundstimmung und das war ja auch zu Flaschenwürfen auf Polizistinnen und Polizisten gekommen.
Mit einer Beteiligung von Angehörigen der linksextremistischen Szene dürfte schließlich auch noch an der traditionellen DGB-Kundgebung, insbesondere durch dogmatische Linksextremistinnen und Linksextremisten und auch an einem satirischen Aufzug im Grunewald zu rechnen sein. Insgesamt werden der 30. April und der 1. Mai also erneut sehr fordernde Tage für die Berliner Sicherheitsbehörden werden. Innensenatorin Spranger hat in der letzten Sitzung des Innenausschusses ja auch bereits betont, dass wir sehr sensibel mit der Lage umgehen, aber dass wir selbstverständlich ganz entschlossen jede Form von Gewalt verurteilen und da sehr entschieden gegenüber vorgehen werden. Und dem ist auch von meiner Stelle nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Hat die CDU eine Nachfrage? Herr Standfuß. Nur ganz kurz sozusagen noch in Ergänzung. Sie hatten ja die antisemitischen Gefährdungen schon erwähnt, die möglicherweise am 1. Mai eine Rolle spielen können. Gibt es denn weitere Gefährdungen islamistischer Gruppen am 1. Mai, mit denen man rechnen muss? Vielen Dank, Herr Standfuß. Will der Senat darauf antworten? Bitte. Vielen Dank für die Nachfrage, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, es ist uns gegenwärtig nicht bekannt, dass dem so wäre. Vielen Dank. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben vorab folgende Frage eingereicht. Wer sind die Organisationen und Akteurinnen hinter dem Palästinenserkongress und in welchen lokalen und internationalen Strukturen und Netzwerke sind diese eingebettet? Hier wurde angekündigt, dass diese Frage nur unter Einstufungsgrad NFD behandelt werden kann. Wir schließen daher nun die Öffentlichkeit aus. Ich bitte die Technik, den Livestream zu unterbrechen und alle Zuschauerinnen und Zuschauer den Saal zu verlassen. Dasselbe gilt für die Anwesenden, die nicht VS-ermächtigt sind. Alles wieder da? Wir warten noch einen Blick. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der sogenannte Palästina-Kongress erfand ja vom 12. bis 14. April oder sollte zumindest stattfinden vom 12. bis 14. April in Berlin statt. Und die Sicherheitsbehörden insgesamt, so auch der Berliner Verfassungsschutz, haben das sich im Vorfeld sehr intensiv angeschaut und haben intensiv vorgeprüft, natürlich auch alle rechtlichen Fragen beleuchtet. Fragen des Versammlungsrechts, die hier eine sehr intensive Rolle gespielt haben, auch Fragen der rechtlichen Handhabe. Und ich möchte ausdrücklich noch mal betonen, der rechtlichen Handhabe, wie man diese beschämende Zusammenkunft von Israelfeinden und Antisemiten verhindern kann. Und wir haben ja auch, Sie haben das ja gesehen, wir haben ja auch mit einem Großaufgebot der Polizei dann diese Versammlung intensiv begleitet. Die Bewältigung dieser Einsatzlage hat die Polizei sehr intensiv gefordert, hat aber auch die Verfassungsschutzbehörden und alle Sicherheitsbehörden intensiv gefordert. In der
in der Vorbereitung, aber auch in der konkreten Durchführung. Und Senatorin Spranger hat auch dieses Thema ja bereits im Innenausschuss relativ stark beleuchtet. Gleichwohl war es mir wichtig, auch im öffentlichen Teil hier noch mal ein paar einordnende Worte dazu sagen zu dürfen. Die Sicherheitsbehörden hatten seit Bekanntwerden der Veranstaltung alle vorliegenden Erkenntnisse gebündelt und auch intensiv ausgewertet. Und auch hier gilt wie immer, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit sind verfassungsrechtlich geschützt. Sie sind ein hohes Gut, sie sind auch ein rechtsstaatliches Gut. Und es ist unser Auftrag, nicht zuletzt nach der Verfassung und dem Versammlungsfreiheitsgesetz des Landes Berlin, das entsprechend grundsätzlich zu schützen. Das gilt natürlich sowohl für öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und genauso auch für Versammlungen in geschlossenen Räumen, wie auch diesem sogenannten Palästina-Kongress. Wir haben aber ja immer wieder gesagt, und ich hatte das heute auch schon betont, dass wir selbstverständlich Meinungsfreiheit schützen, dass wir selbstverständlich Versammlungsfreiheit schützen, dass wir aber nicht gestatten, dass das als Deckmantel gebraucht wird zur Begehung von Straftaten, als Deckmantel für Hass, Hetze oder Antisemitismus und haben daher auch gemeinsam mit der Polizei besprochen und mit allen beteiligten Sicherheitsbehörden, dass wir hier sehr intensiv das alles prüfen und uns anschauen. Natürlich kann man sagen, warum habt ihr das nicht von vornherein komplett verboten? In der Tat ist es so, ich hatte das eben schon gesagt, wir haben uns das sehr intensiv angeschaut. Ein solches Verbot, insbesondere in geschlossenen Räumen, ist an sehr hohe Tatbestandsvoraussetzungen geknüpft. Und in der Vorschau boten jedenfalls die vorliegenden Erkenntnisse keine hinreichende Grundlage für eine vollständige Untersagung, sodass wir dann entsprechend Beschränkungen erteilt haben. Sie enthielten die Untersagung jeglichen Verbreitens von Parolen, die Hass, die Hetze gegen eine ethnische, die Hass und Hetze gegen religiöse Gruppierungen darstellt und ganz explizit genannt auch Äußerungen, die eine Vernichtung des Staates Israel oder seiner Bevölkerung propagieren. Darüber hinaus war es selbstverständlich auch untersagt, für die Hamas, für Samidun oder andere verbotene Organisationen zu werben, auch das offene Zeigen von Symbolen, sei es auf Fahnen oder Bekleidung. Bei allen Überlegungen zu den möglichen Maßnahmen fand natürlich im Vorfeld ein ständiger, auch ein sehr intensiver und zuletzt mehrfach täglicher Informationsaustausch zwischen der Polizei Berlin, zwischen dem Verfassungsschutz, auch zwischen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und den weiteren beteiligten Behörden statt, etwa der Bundespolizei. Auch das LEA, die Ausländerbehörde des Landes Berlin, war entsprechend eingebunden, ausländerrechtliche Maßnahmen gegen sämtliche ausländische Sprecherinnen und Sprecher des Kongresses haben wir ganz intensiv geprüft. Die Liste der Rednerinnen und Redner war ja weitestgehend im Vorfeld öffentlich. Und so wurden denn ja auch gegen drei Personen politische Betätigungsverbote gemäß § 47 Aufenthaltsgesetz erlassen, um so deren Teilnahme bzw. Betätigung an dem Kongress zu untersagen. Was rechtlich auch für die Zukunft sicher ein Aspekt ist, den wir insgesamt noch mal, den der parlamentarische Raum sicher auch in der Zukunft noch mal beleuchten muss, ist die Frage, wie geht man mit Versammlungen statt, die im Internet erfolgen. Das war auch hier ein Schwerpunkt des Einsatzkonzeptes, was den Livestream der Veranstaltung betrifft, sicherlich eine versammlungsrechtliche Herausforderung auch für die Zukunft. Aber Ziel war es auch hier, ich hatte das eben schon gesagt, Straftaten wie Volksverhetzung, das Verwenden oder Verbreiten von Kennzeichnungen verbotener Organisationen entsprechend zu unterbinden. Es war mir wichtig, das nochmal ausdrücklich auch hier zu betonen. In der Tat ist es so, dass wir weitere Beantwortungen der aufgeworfenen Fragen dann bitte unter VSNFD beantworten müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Aber ich sehe, Frau Hartley hat noch eine Nachfrage. Hatten Sie keine? Sie haben mich so nett angesehen, da dachte ich, Sie wollen was fragen. Dann würden wir jetzt die Öffentlichkeit ausschließen. Ich bitte die Technik und die Livestream zu unterbrechen und allen Zuschauerinnen und Zuschauern dann jetzt endgültig den Saal zu verlassen.
Danke. Bericht des Senats, Herr Staatssekretär, gibt es weiteres zu berichten? Sehr am Kopf schütteln, es gibt nichts weiteres zu berichten. Dann kommen wir zum Punkt 4 der Tagesordnung Verschiedenes. Die nächste Sitzung unseres Ausschusses findet am 27. Mai 2024 um 14 Uhr statt. Ich schließe damit den öffentlichen Teil der Sitzung und bitte Sie, in circa 5 Minuten in den Geheimschutzraum zu kommen. Wir werden dort die Antworten des Senats und die schriftliche Anfrage Drucksache 19 180095 erhalten. Vielen Dank.